Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir befinden uns in der Nordkette und wir haben eine klare Mission. Wir sollen den Dieb finden, der Kecleon beraubt hat. Und so ein bisschen was haben wir auch noch vor uns, weil wie gesagt, der Dungeon hat 25 Ebenen. Wenn man von Kecleon redet, willkommen. Kann das Ibitak bitte einmal herkommen? Diese Shopping-Musik. Dip-di-dip. Und wie ich nicht treffe. Kecleon, du lenkst mich ab. Level up, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die Pokémon noch irgendwas Interessantes lernen. Naja. Röntgenaugen. Oh, ein Belebersamen. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht genug. Na gut. Man sollte Kecleon übrigens nicht beklauen. Wenn man geht, ohne zu bezahlen, dann verfolgt Kecleon einen bis zur Treppe. Und Kecleon ist verdammt stark. Also wenn man rechtzeitig wegkommt, okay. Ansonsten würde ich es lieber nicht empfehlen. Gut. Aber die Ebenen wären echt größer und auch irgendwie so ein bisschen verwirrender. Das finde ich jetzt nicht so nett. Hallo? Dieser Gang einfach kein Ende nimmt. Ja. Wie lang ist der, bitteschön? Lang. Dann ist die Treppe wohl da oben drin irgendwo. Oder? Da wird ja wohl eine Sackgasse sein. Das nenne ich mal eine große Ebene. Ich hasse solche verwirrenden Ebenen. Oh, ein Togetic. Ja, wir gehen mal hier hoch, würde ich sagen. Wir müssen so oder so noch ein ganzes Stück laufen. Okay, bye Xatu. War nett mit dir. So, die Qual der Wahl. Hauptsache, wir sind beide paralysiert worden. Sehr schön. Schockwelle. Vielleicht weiter hier unten? Vielleicht komme ich da ja auch rüber. Ah, die Treppe. Sehr gut. Du kriegst mal einen Donnerblitz, weil der trifft dich so oder so. Wenn er denn... Also, ihr wisst, was ich meine. Geld! Danke, Absol. Okay. Gut, gut. Wir nähern uns unserem Ziel. Ich nehme den Part jetzt auch ungefähr direkt hinter dem nächsten auf. Nicht ganz, ich habe eine halbe Stunde Pause gemacht, habe ein paar Kommentare gelesen. Und ja, mache jetzt auch direkt weiter, weil irgendwie ist das so eine Mission, die mache ich gerne mehr oder weniger in einem Stück. Das passt irgendwie ganz gut. Das bisschen Pause zwischendurch zähle ich jetzt mal nicht. Das braucht man ab und zu mal einfach, um die Stimme ein bisschen zu erholen und manchmal einfach so ein bisschen für den Kopf. Ah, hier ist eine Sackgasse. Und Kommentare lesen ist immer was sehr Schönes. Das finde ich immer sehr entspannt. Ich kriege ja Gott sei Dank auch nicht so viele blöde Kommentare von daher gesehen. Das ist echt ganz entspannt. Und so Zwischenaufnahmen auch immer ganz schön. Um einfach den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Ich meine, mir wurde zwar in den Kommentaren gesagt, was stand da nochmal wortwörtlich drin? Also, huch, ganz schön voll hier. Wortwörtlich kann ich euch das nicht wiedergeben. Aber ich soll doch bitte aufhören, so zu reden, wie ich rede, weil das ist mega nervig. Wo ich mir dachte, okay. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand sagt, dass er sie es meine Stimme nicht mag. Weil ich denke einfach, das ist Geschmackssache. Es gibt einfach Stimmen, die sind angenehm zum Zuhören und welche, die mag man einfach nicht so. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, auch zum Thema männliche und weibliche Let's Player. Es ist einfach Geschmackssache und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt sagt, nee, ich mag deine Stimme oder deine Art nicht oder was weiß ich. Gibt ja auch genug Leute, die das mögen. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man mir vorwirft oder mich beleidigt wegen der Art, wie ich rede, also wegen meiner Stimmlage, weil da kann ich nun... Was ist das für eine Falle?
Ach, eine Giftfalle. Weil da kann ich ja nun wirklich nichts für. Also ist ja nicht so, als wenn ich permanent meine Stimme verstellen würde. Wenn ich jetzt permanent in einer anderen Stimmlage reden würde, total tief oder total hoch, klar, da könnte ich natürlich dann, da könnte man sich dann schon beschweren und sagen, du kannst du nicht ein bisschen hier, das ist ziemlich nervig. Ja, aber wie zur Hölle soll ich denn bitteschön meine reguläre Stimmlage verändern? Also könnte ich schon, aber das wäre auf Dauer ziemlich anstrengend und das würde ich gar nicht wollen, weil das wäre ja dann gar nicht mehr ich. Also ich finde das auch mega unhöflich, sowas zu schreiben. Also ich denke einfach, wenn einem die Stimme oder was auch immer nicht gefällt, dann soll man einfach oben auf das X in der Ecke drücken und und wegklicken und so weiter. Aber da muss man ja nicht, oh, du bist voll nervig und voll kacke und was weiß ich. Da muss man sich doch nicht so künstlich aufregen. Also wenn ich jetzt beispielsweise... Autsch! Weiß nicht. Ich würde jetzt in jedem zweiten Satz mich räuspern. Nur so als Beispiel. Wenn mir dann jemand schreibt, dass das ziemlich nervig ist und dass ich das doch abstellen sollte, das kann ich irgendwo verstehen. Aber wenn mir jemand schreibt, dass meine Stimme nervig ist, das kann ich nicht ganz so verstehen, weil das einfach lediglich Geschmackssache ist und ja kein Fakt. Das sieht ja nicht jeder so und das finde ich einfach mega unhöflich und das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, nichts, was ich abstellen würde. Also, ich bitte euch. Ich werde jetzt bestimmt nicht anfangen, meine Stimme zu verstellen. Also, das sind so Kommentare, die ich bekomme, wo ich mir denke, das stimmt mit euch nicht. Also, es tut mir leid, aber für manche Sachen habe ich dann doch kein Verständnis. Aber das sind auch so Kommentare, die lese ich. Die lösche ich dann einfach, weil ich mir denke, warum soll irgendwas Unhöfliches in meinen Kommentaren stehen? Und ja, fertig. Und ich rege mich manchmal in Parts ganz gerne drüber auf. Ich glaube, Jan ist fast K.O. Dank dem ganzen Gift. Bitteschön. Aber die Treppe wäre jetzt auch echt mal ganz geil. Lass mich raten, hier ist auch nichts. Ist natürlich da hinten in der Mitte. Oh, so geht's aber auch nicht so gut. Diese Giftfalle. Okay, schwindelig vor Hunger. Ja, ist okay. Lass mich hier erstmal lebend wieder rauskommen. Hui. So, da müssen wir runter. Also wenn die Treppe da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt kann ich auch was essen. Also dieser Dungeon wird langsam echt ungemütlich. Danke, Jan. Also da fand ich die Drachenhöhe im letzten Part irgendwie freundlicher. Treppe. Nope. Aber man kann ja nicht immer Glück mit den Treppen haben. Es wäre schön, aber... Aber da kann ich ganz gut mit leben. Huch, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Ich wollte eigentlich das hier machen. Solange ich noch ein paar Ruckzuckhiebe habe, kämpfe ich mich immer so durch. Ich werde auf jeden Fall vorm Boss noch ein Top-Elixier nehmen, denke ich. Bis dahin hoffe ich, dass ich so irgendwie durchkomme. Weitestgehend. Hui. Ja, in solchen langen Gängen mache ich das gerne mit dem Rennen. Autsch. Geh weg. Meine Güte, vor allem durch den weißen Hintergrund sieht man die Wege so schlecht. Hier unten irgendwas? Ah,
Ah, hier ist sogar die Treppe. Ja. Mir fällt übrigens jetzt erst auf, dass ich keine Attacken mehr habe und die ganze Zeit Verzweifler mache. Ich habe mich gerade ernsthaft gewundert, warum steht da unten Verzweifler? Hä? Ja, ich bin ein Blitzmerker. So. Hm, 23. Wir nähern uns langsam. Oder ist sogar die Treppe direkt? Das finde ich sehr gut. Spotlight. Oh, wie süß! Ein Delegator-Plüschi. Aber ich lasse dich am Leben, weil du wahnsinnig süß bist. Sowohl so, als auch in dieser Delegator-Form. Oh, ein Top-Elixier. Wie sieht denn das attackenmäßig eigentlich aus? Es geht eigentlich sogar noch. Jetzt hätte ich das jetzt irgendwie mal in den Kopf geworfen, aber das sieht eigentlich noch recht gut aus. Bei den anderen beiden. Zack. Und da oben haben wir einen Vipitis. Schockwelle. Dann haben wir es jetzt auch fast geschafft. Auf Ebene 25 wartet nämlich das Pokémon, was wir suchen. Wie man sich höchstwahrscheinlich denken kann. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Treppe finden. Das wäre durchaus eine sehr gute Sache. Und wir müssen auf ewig auf dieser Ebene hier bleiben. Fände ich ehrlich gesagt nicht so toll. Wie die Treppe einfach nicht in diesem Raum ist. Frechheit! Da ist er schon so groß. Aber hier ist die Treppe. Okay, dich nehme ich noch mit. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Nordkette E25. Oh, wer ist da? Verstehe, ich soll die TMs zurückgeben. Jedoch, niemand kann mich aufhalten. Ich bin das Äonen-Pokémon Latios. Wer seine TMs wirklich zurückhaben will, muss die mir wegnehmen. Ja, nächster Bosskampf gegen Latios. Konnte man ja eigentlich im Vorbeifliegen schon sehen, dass es Latios ist. Ich habe auch keine Eisstrahlen mehr. Na gut. Aber ja, finde ich eigentlich ganz schön, dass es hier nochmal auftaucht. Ich mag Latios sehr, sehr gerne als Pokémon. Sollte aber prinzipiell kein Problem sein, vor allen Dingen, wenn die Paralyse greift. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so mega stark, man hätte ja auch schon wesentlich früher hierher kommen können. Von daher gesehen passt das, glaube ich, schon. Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, die Bosskämpfe sind eigentlich alle nicht so schwer nach Abschluss der Hauptgeschichte. Ah. Bitte, bitte lass mich gehen. Ich muss gehen. Ich muss zu einem ganz bestimmten Ort. Wenn ich mich nicht beeile, wird meine kleine Schwester... Da, er wacht auf. Wo? Wieso ist der Pokémon-Platz? Du bist in der Nordkette bewusstlos geworden. Wir haben dich hierher mitgenommen. Hey da, wie kannst du es wagen, meine erlesene Auswahl an Produkten zu stehlen? Sei dir einer harten Strafe gewiss. Ruhig. Vielleicht hatte er seine Gründe. Zumindest sollten wir ihn anhören. So ist es. Ich muss zu meiner Schwester. Diese Wunde. Du bist verletzt. Im Moment kannst du nicht fliegen. Sprich, wie willst du deine Tat rechtfertigen? Ich habe eine jüngere Schwester. Sie heißt Latias. Latias ist irgendwo über dem Grubental abgestürzt. Was? Das Grubental? Was ist das denn, das Grubental? Es befindet sich in der Nähe der Nordkette. Man sagt, der Unglückliche, der ins Grubental fällt, wird nie mehr zurückkehren. Latios und ich flogen gemeinsam in die Nordkette. Plötzlich wurde Latios am Flügel getroffen, wahrscheinlich ein Meteorit. Ihr Flügel wurde von dem Aufprall zerschmettert und Latias stürzte in die Tiefe, in das Grubental.
Ein Meteorit? Svenja, meinst du, das war ein Stück von dem zerstörten Stern? Ich bin sofort im Grubental gelandet, um meine Schwester zu retten, aber ich kam kaum voran. Ich war auf diese Aufgabe nicht vorbereitet. Das also brachte dich dazu, die TMs zu stehlen. Ja, ich wollte alles wieder gut machen, sobald ich meine Schwester befreit hätte. Aber das gibt mir trotzdem nicht das Recht zu stehlen. Es war falsch von mir, es tut mir leid. Ach je, aber das macht doch nichts, nichts im Geringsten. Einer so überzeugenden Argumentation ist natürlich nichts entgegenzusetzen. Jedoch, selbst wenn du in die Tiefen des Grubentals vordringen solltest, was würdest du dann tun? Die niederen Regionen des Grubentals sind das Nichts. Du wirst ewig wandern, ohne zu fallen, ohne zu leben. Was dann? So viel Zeit ist vergangen, seit meine Schwester abgestürzt ist. Latias konnte nicht aus den Tiefen herausklettern, sie ist ganz allein dort unten. Selbst wenn ich ende wie sie, ohne Hoffnung auf Entkommen. Zwei wären doch besser als einer. Latias wäre dann nicht mehr so allein. Na, denkst du wirklich, dass Latias das wollen würde? Aber diesen Ort kann man nicht wieder verlassen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie man an einem Ort wie diesem eine Rettung durchführen könnte. Nein, es gibt eine einzige Möglichkeit. Ja? Welche? Das notwendige Mittel befindet sich bereits in eurem Besitz. Das Teleportjuwel. Verwendet es. Das Teleportjuwel, mit dem wir zu Rayquaza gelangt sind? Aber es wurde bei der Explosion des fallenden Sterns beschädigt. Es wird euch zwar nicht mehr zum Himmel bringen können, jedoch eine kurze Distanz sollte möglich sein. Wenn ihr das Teleportjuwel tief im Inneren des Grubentals verwendet. So machen wir es. Wenn wir das machen, können wir mit Latias zusammen fliehen. Svenja, diese Rettung können nur wir ausführen. Lass uns gehen und Latias helfen. Svenja, steht jetzt das Grubental offen. Ja, wie ich sagte, zur Notkette gehört noch eine andere Mission. Eben die Rettung von Latias im Grubental. Und genau um die wollen wir uns heute und beim nächsten Mal kümmern. Was hast du uns denn Schönes gebracht? Stahlberg, Stillklamm, Heul, Wald. Meine Jobliste ist voll. Na gut, ich bereite mich mal eben kurz auf die Mission vor. Wir sehen uns sofort wieder. So, alle Vorbereitungen sind getroffen. Weiter geht's zum Grubental. Mal schauen, ob wir Latias retten können. Ich habe mich übrigens im letzten Part ein bisschen vertan. Ich sagte, man braucht Surfer, um zur Nordkette zu kommen. Das stimmt so nicht ganz. Man muss sich Surfer zwar geholt haben, man muss es aber, glaube ich, nicht dabei haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Fürs Grubental braucht man das auf jeden Fall nicht, weil da kommt man ja sowieso automatisch nach der Nordkette hin. Auch das Grubental hat 25 Ebenen. Von den Pokémon her ist es eigentlich teilweise recht ähnlich, viele Flug-Pokémon. Aber ich mag das Grubental irgendwie wesentlich lieber, weil ich mag den Aufbau sehr gerne. Es sieht echt schick aus, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich ein sehr böser Ort ist. Weil man ja gehört hat, wenn man hier abstürzt oder hier reingerät, kommt man nie wieder raus. Hier ist nur unendliche Tiefe zu finden, deswegen gehen die Treppen auch alle nach unten. Aber mit dem Teleportjuwel kommt man hier zum Glück wieder raus. Autsch. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, hör auf. Aber ich bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Und wie nett der Dungeon zu mir sein wird. Sackgasse? Nee. Sackgasse? Sackgasse. Okay. Aber ich mag die Farbpalette sehr gerne und die Musik. Das ist irgendwie richtig entspannt, das passt eigentlich gar nicht. Habe ich wirklich geglaubt, ich würde auf Anhieb treffen? Witzig. Vielleicht ja jetzt. Wow, 441 Schaden. Nicht schlecht. Und Trappe, das Porenta darf leben. Oh, Nebel.
Was haben wir hier Schönes? Anziehung. Ach, brauche ich nicht. Ich bin doch schon anziehend genug. Eigentlich nicht. Nee. Ich habe ja nichts gegen die ganzen Pokémon, aber ich muss die ja durch den ganzen Dungeon irgendwie durchbekommen und... Ja. In solchen anspruchsvollen Dungeons wie hier, dann doch lieber nicht. Oh, wie süß, ein kleines Habitak. Habe ich eigentlich noch alle Attacken an? Nee, hier ist noch ein bisschen was aus. Weil ich könnte den Schaufler auch mal auslassen. Der bringt bei den ganzen Flug-Pokémon sowieso nicht so viel. Ich werde auf jeden Fall heute die ersten paar Ebenen hier machen, dass wir so einen kleinen Eindruck noch von dem Dungeon bekommen. Und am nächsten Mal machen wir den dann komplett und gucken, dass wir Latias irgendwie hier rausbekommen. Prinzipiell haben sie echt viele legendäre Pokémon hier eingebaut. Ich meine, allein in der Hauptgeschichte haben wir ja Arctos, Zapdos, Lavados, Groudon und Rayquaza. Das ist ja schon einiges. Und ansonsten hatten wir auch noch Kyogre. Wir hatten ja Latias und Latios. Mehr oder weniger ja auch Mew. Wir haben es zwar nicht gesehen, aber es wäre da gewesen. Regirock, Registeel und Regieis. Das gute Geld ist ins Wasser geplumpst. Gut, Celebi könnte man noch antreffen in einem 99-Ebenen-Dungeon. Man könnte... Autsch! Ja, man könnte Autsch. Man könnte Deoxys antreffen, man könnte Lugia antreffen, man könnte Mewtwo antreffen. Wir hatten außerdem noch Raikou, Entei, Suicune und Ho-Oh. Doch, ziemlich viele legendäre Pokémon. Danke. Und im übernächsten Part, also im nächsten Part, da kam ein Psystrahl angeflogen. So, ich habe ja gar keine Schockwelle mehr. Da war ja was. Danke, AP-Falle. Absol, kriegst du das hin? Perfekt. Eureka. Hui. Die gar nicht erst in meine Richtung kommen wollen. Und tschüss. Autsch, das hat einiges an Schaden gemacht. Aber in dem Fall war Absol so ein bisschen mein Puffer. Platsch doch nicht vor dich hin. Platscher sieht in diesem Spiel auch so seltsam aus. Das ist aber echt eine verdammt entspannte Atmosphäre hier. Es passt so gar nicht zu so einem Ort, wo man nie wieder lebend rauskommt im Normalfall. So, hab wieder volle KP, wir können weitergehen. Hi. Radikal, du darfst ausnahmsweise mal weiterleben. Fühl dich geehrt. Treppen. Was ist los mit euch? Habt ihr euch verlaufen? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, wenn die Treppen sofort vor meiner Nase spawnen, um Gottes Willen. Aber das ist doch eher ungewöhnlich, wenn ich so an die Nordkette denke. Aber hier gibt es verdammt viel Wasser. Fällt mir so auf. Ja, doch. Aber wie gesagt, ich kürze als Wasser-Pokémon sowieso nicht gerne ab. Das verwirrt mich immer mehr als alles andere. Oh, ein Yanma. Was haben wir hier Schönes? Der Folterknecht, natürlich. Die haben wir noch nicht oft genug in diesem Let's Play gehabt. Und Regen. Ich mag die Farben bei Regen total gerne, muss ich sagen.
Hi. So. Stellen wir uns mal so neben die Treppe, würde ich sagen. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal werden wir das Grubental auf jeden Fall abschließen. Wir sind ja schon auf Ebene 10, auf 25 müssen wir. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.